Eine Ikone, eine Institution, ein einzigartiges Industriedenkmal. Ein seit Jahren verfallender Ort. Und einer der spektakulärsten Lost Places in Nordhessen. Die alte Salzmann-Fabrik war in ihrer Geschichte vieles. Aktuell zieht sie vor allem abenteuerlustige Fotografen an, die in dem Industriegebäude umherstreifen. Urban Explorer, Lost Placer wie Tobias A. Auf der Suche nach dem Hauch der Vergangenheit und danach, wie sich alleingelassene Gebäude verändern. Selten zum Positiven. Wie ich diesen Raum hier jetzt das erste Mal gesehen habe, war hier so wie kein Vandalismus. Ja, klar, Dreck, Staub, ja, kleinere Schäden. Es war ein wunderschöner Raum. Ja, die Wände, war alles erhalten, originalgetreu, war mega schön. Und wenn man das hier sieht, das ist einfach nur mega traurig. Die alte Fabrik ist ein Ort, an dem man sich verlieren kann. So viel gibt es in dem tausende Quadratmeter großen Gebäude zu sehen. Unter anderem laufen einem oft andere Lost Placer über den Weg, die meistens illegal in den Gebäuden unterwegs sind. Und die ohne Spuren zu hinterlassen wieder gehen, wenn sie sich an den Kodex der Szene halten. Lost Places ist reinweg Dokumentation, Sammeln der Eindrücke, eventuell sogar noch den geschichtlichen Hintergrund erforschen und dazu packen. Mehr ist das nicht. Die ältesten Teile der Fabrik sind 128 Jahre alt. Hier produzierte die Großweberei Salzmann zu Hochzeiten mit bis zu 3.500 Arbeitern an knapp 3.000 Webstühlen. Bis Anfang der 1970er Jahre das auskam. 20 Jahre später wird der Industriebau ein kulturelles Zentrum der Stadt, das Zuhause für Vereine, Künstler und eine Diskothek. Die Räume der ehemaligen Disco sind noch erhalten. Später wurde der Club als Aufschwung Ost und Stammheim zu einem der Zentren einer neuen Jugendkultur bundesweit. Da, wo ganze Generationen früher gefeiert haben, scheint die Zeit heute stillzustehen, sagt Salzmann-Experte Jo Fechner. Hier haben sich junge Künstler getroffen, darstellende Künstler, Schauspieler, Maler, Musiker. Wir befinden uns hier gerade im ehemaligen Factory. Das war einer der ersten deutschen Techno-Clubs. Da sind die Leute aus Hamburg oder aus Frankfurt nach Nordhessen getingelt, um hier zu feiern. Also die Bedeutung ist eigentlich sehr, sehr groß. Ein Ort, dessen Verfall schmerzt und der schnellstmöglich wieder mit Leben gefüllt werden soll. Das hier ist eine nordhessische Ikone. Sowas gibt es hier im ganzen Beritt nicht nochmal. Sowohl die Ausmaße als auch die Bausubstanz, roter Backstein, ganz viel Gusseisen, ganz viel Stahl. Also das hier ist eins der Wahrzeichen der industriellen Revolution in Deutschland. In den riesigen Hallen finden sich mitunter auch Kuriositäten. Ein ganzes Tennisfeld zum Beispiel. Seit 2012 liegt der Industriekomplex brach. Nächstes Jahr, so der Plan des Besitzers, soll die Sanierung beginnen. Ganz behutsam. Die erste Aufgabe, die wir hier haben, ist, so viel wie möglich des denkmalgeschützten Komplexes zu erhalten. Verändern wird sich allerdings trotzdem einiges. Was bleibt, sind die spektakulären Bilder der alten leeren Fabrik auf diversen Seiten im Internet. Für die Lost Places-Fotografen ist das Denkmal mit seinen rund 18.000 Quadratmetern Fläche allerdings dann verloren.